Ja, hallo. Also, das ist schon großartig. Ich bin jetzt in einem Bus in Korea. Auf dem Weg von meinem Hotel bzw. von Gangnam Station zum Flughafen. Und ich habe hier Internet. Und zwar so viel Internet, dass ich einen Livestream auf YouTube starten kann. Wir sind eben gerade durch einen Tunnel gefahren. Ich habe es vorher schon auf Facebook einen kleinen Test gemacht. Wir sind durch einen Tunnel gefahren. Einen tiefen Tunnel. Ich glaube 30 Sekunden, Minuten, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau. Und der Livestream ist nicht abgebrochen. Also ganz ehrlich, dafür werden Smartphones gemacht. Internet in Korea. Ich weiß gar nicht, es gibt diesen schönen Satz von, glaube ich, von Paul Watzlawick, man kann nicht kommunizieren. Und in Südkorea kannst du einfach nicht ins Internet gehen. Es ist beängstigend, wie weit die sind oder auch wie weit zurückgeblieben Deutschland in diesem Bereich ist. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ne? Und auch das Selbstverständnis, die Selbstverständlichkeit, mit denen hier solche Technologien genutzt werden, man kann es sich kaum vorstellen. Wieder nochmal, ich sitze hier in einem Bus, ja, nur in einem Bus, freies Internet, so weit, dass ich hier streamen kann. Ich gucke mal, wie das funktioniert, wenn ich hier umswitche. Ja. Das war der Router. Ja, und das ist der Router für den Bus. Also in der U-Bahn haben wir in jeder U-Bahn-Station, in jedem U-Bahn-Wagen 3 bis 4 Router von verschiedenen Anbietern, zuzüglich die ganzen Systeme noch in den jeweiligen Stationen. Und es gibt extrem viel öffentliches, freies Internet mit auch teilweise einer richtig guten Bandbreite. Und ich konnte unglaublich viel mitmachen. Und wie gesagt, das ist hier so auf dem Weg von einer Milchkanne zur nächsten so ungefähr. Und wir diskutieren in Deutschland allen Ernstes, ob wir Internet an jeder Milchkanne brauchen. Sind wir noch ganz bei groß. Ich meine, die digitale Transformation wird unsere Gesellschaft radikal verändern. Übrigens, ob wir das wollen oder nicht, ist völlig egal. Und es ist krass zu sehen, wie weit ein Land wie Südkorea ist. Das heißt nicht, dass die in allen Bereichen, allen Gesellschaftsbereichen weiter sind. Und bei den Workshops, die ich hier gemacht habe, meinem Vortrag, da haben wir auch ganz deutlich gesehen, wo die Grenzen liegen. Und dass auch hier der nächste Schritt eigentlich der ist, Kontexte zu erstellen. Die haben eine unglaubliche Digitalisierung erreicht, unglaubliche Quote da erreicht. Aber jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Also ich sage gar nicht, dass jetzt irgendwie Südkorea für alles immer das Best-Practice-Beispiel ist. Aber das, was sie geleistet haben, ist digitale Infrastruktur. Und für dieses Land wird es viel einfacher sein, auf 5G, 6G, 10G oder sonst was zu gehen. Und ich frage mich jedes Mal, es gab heute, glaube ich, in der FAZ oder so, gab es noch einen Artikel, ich habe ihn noch nicht gelesen, von einem der größten Traktorenhersteller in Deutschland, der wohl auch mal erklärt hat, warum einfach wir Internet an jeder Milchkanne brauchen. Weil es nämlich sonst keine selbstfahrenden Traktoren in Deutschland geben wird, die aber wichtig sind. Ja, also es ist beeindruckend. Mir geht es gar nicht darum, dass hier alles cool und fancy ist. Aber man sieht, es ist hier angekommen, es ist akzeptiert, es ist normal. Es ist keine Besonderheit mehr. Und das ist beeindruckend. Ich habe hier mit vielen Leuten gesprochen, wir haben auch viele neue Projektideen und es ist mehr und mehr klar geworden, dass mein Ansatz auch zu sagen, digitale Transformation ist gar nicht nur Technologie. Also anders ausgedrückt, der Technologieeinsatz, die Implementierung von Technologie ist nur der erste Schritt und selbst den machen wir in Deutschland noch nicht ausreichend. Und dann geht es darum, Kontexte zu stellen. Es geht darum, dass wir verstehen, dass es eben nicht eine digitale Welt gibt, sondern digital-analoge, individuelle Lebensrealität. Dass sie verstehen müssen, dass digitale Transformation mindestens 3 Elemente hat, nämlich Technologie, Funktion und Kultur. Also die Technologie, das sind die Geräte, die Funktion ist das, was ich damit machen kann. Und Kultur meint zum einen, was es mit den Menschen macht, wenn sie diese Technologien kontinuierlich nutzen. Und zum anderen, wie die kulturellen Rahmenbedingungen aussehen müssen, damit diese Nutzung der Technologie auch vernünftig und sinnvoll passiert. Es war eine unglaubliche Woche.
bin unglaublich dankbar, liebes Goethe-Institut. Danke dafür, dass ich das machen durfte. Ich habe tolle Leute kennengelernt. Ich bin sehr glücklich, auch mit Peter Lee zusammen, dass ich mit Peter Lee zusammengearbeitet habe. Wir haben tolle Gespräche auch abends noch geführt. Und mehr denn je weiß ich jetzt, wo die Reise bei mir auch hingehen muss, auch inhaltlich. Also gar nicht nur auf der Projektebene, da gibt es nächstes Jahr ganz hammer geiles Zeug, sondern wirklich auch auf der Ebene inhaltlich. Und die digitale Transformation wird ein viel komplexeres Thema werden, als wir das vorgestellt haben. Und ein Account bei Instagram zu haben, bedeutet einfach mal rein gar nichts. Und wir werden noch ganz neue Modelle verstehen müssen. Ich habe mich im nächsten Jahr sehr intensiv um Stadtentwicklung mit digitalen Transformation und Gamification kümmern, sehr intensiv um Lean-Management, Gamification und digitale Transformation. Da gibt es viele neue Prozesse. Aber jetzt bin ich erstmal immer noch begeistert. Leute, wir müssen in Deutschland einfach verstehen, wenn wir so weitermachen, dann werden wir finsterstes Mittelalter. Und ich wünsche mir eigentlich, dass Menschen auf die Straße gehen und für ihr Internet kämpfen. Und dass wir endlich verstehen, wie wichtig dieses Thema ist. Das tun wir nicht. Wir bewegen uns immer noch auf dieser Ebene, vielleicht ja, mal sehen und so weiter. Wir sind so weit, dass unser Wirtschaftsminister erzählt, dass es ihm peinlich ist, mit seinen Kollegen zu telefonieren. Und wenn er unterwegs ist, weil immer wieder Funklöcher da sind. Und wir dürfen nicht zulassen, dass wir jetzt für die nächsten Jahre das Thema Internet kaputt machen, indem wir den Unternehmen erlauben, einfach mal gar nichts zu machen. Ja, also Telekommunikation ist so wichtig, Minimum so wichtig wie Bücher. Ja, und wenn wir, jetzt wird keine Bildung, keine moderne Gesellschaft ohne eine massive Digitalisierung geben. Und wenn wir das nicht endlich verstehen und auch endlich umsetzen mit allem, was irgendwie möglich ist, dann werden wir unser blaues Wunder erleben. Und mich ärgert das, dass ich das sagen muss. Mich ärgert das, dass ich das hier erlebe in Korea, weil wir wieder diese Diskussion jetzt bekommen, dass wir es tun müssen. Und wir immer noch nicht so weit sind, dass wir eigentlich sagen, wir wollen das. Denn das ist das, was mich interessiert. Ich persönlich möchte die digitale Transformation nicht anschieben, weil ich glaube, wir müssen es tun, sondern weil ich es toll finde, weil ich diese Chancen und Möglichkeiten sehe. Und die will ich umsetzen. Und trotzdem ist es einfach total schockierend. Nochmal, ich mache das Ganze hier in einem Bus. Ja, in einem Bus. Irgendwo auf dem Land. Irgendwo zwischen Seoul und Incheon Airport. Und ich habe hier Wi-Fi. For free, ja, for free. Also, lass uns mal drüber nachdenken und uns mal da Gedanken machen. Weil, ja, wir können auch alle nach Korea ziehen. Und die sind ja sehr nett und sehr offen. Das Essen ist sensationell. Aber ich glaube, lasst uns das in Europa auch umsetzen. Und wir können von Korea lernen. Eine Sache ist mir klar geworden. Ich hoffe sehr, dass die Projekte, die wir jetzt angedacht haben, die ich in Korea umsetzen soll, mit Koreanern, dass die wirklich stattfinden. Weil ich glaube, dass gerade in diesem Fall Deutschland und Korea unglaublich viel voneinander lernen können. Wir sind beide sehr starke Industrienationen. Wir haben ähnliche Strukturen. Auch viele Probleme sind sehr ähnlich. Auch außerhalb der Digitalisierung, Gentrifizierung, veraltete Gesellschaften, geringe Geburtenrate. Also ganz, ganz viele Bereiche sind ähnlich. Korea ist der Digitalisierung um 30 Jahre voraus, aber wir haben dafür eine größere Erfahrung im Kontext erstellen. Und da stehen unglaubliche Möglichkeiten. Und ich glaube, diese Achse Deutschland-Südkorea muss viel mehr verstärkt werden. Und ich hoffe sehr, dass wir das hinkriegen. Und ich werde sicherlich die nächsten Jahre versuchen, ein Botschafter dieser Verbindung zu sein. Euch jetzt viel Spaß. Ich glaube, wir kommen jetzt bald da an. Die Frau sagt da irgendwas. Bis bald. Tschüss.